Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen beim Blick in die Zukunft. Wir schauen uns gemeinsam spannende Neuerscheinungen für den Februar 2019 an. Ich hatte, während ich die Verlagsvorschauen für das neue Jahr angeguckt habe, ich glaube um die 9 bis 10 Bücher auf den Februar gepackt. Und als ich jetzt so in die Vorbereitungen gegangen bin, habe ich doch nochmal sehr gezielt geprüft, an welches Buch ich mich im Grunde noch erinnere. Welches Buch mir so beim zweiten Mal Klappentext lesen so dachte, kann, muss aber nicht. Und es waren tatsächlich auch 2, 3 Bücher dabei, wo ich dachte, was hast du dir damals nur gedacht, als du dieses Buch auf die Wunschliste gepackt hast. Insgesamt sind es jetzt, glaube ich, 4 Neuerscheinungen geworden, die ich wirklich spannend finde und interessant finde und auf die ich mich auch wirklich sehr, sehr freue und die ich euch jetzt heute hier auch vorstellen möchte. Es sind auch 2 Fortsetzungen dabei, also Reihenfortsetzungen, auf die ich mich besonders freue. Und mit einer davon fangen wir im Grunde an, und zwar ist das Warcross, neue Regeln, neues Spiel von Mary Lou. Ich habe ja die Young Elites Reihe letztes Jahr total gefeiert und dann auch den ersten Teil der Warcross Reihe, habe mir ja sogar den zweiten Band in Englisch geholt. Ja, leider muss ich zu meiner Schande gestehen, ihn noch nicht gelesen. Er ist irgendwie auf meinem E-Book Sub liegen geblieben, aber jetzt habe ich auf jeden Fall die Möglichkeit, ihn ab dem 11. Februar dann auch in Deutsch zu lesen. Und wir haben hier einen E-Sports-Roman, was ich vorher als Begriff noch gar nicht gehört habe. Aber es geht eben tatsächlich um eine elektronische Welt, in der wir uns befinden, in einer Welt, in der wir im Grunde eintauchen über, im Grunde dann den Computer, und in dieser Welt ist eben sportlich alles möglich. Und im ersten Teil treffen wir im Grunde auf eine, ich nenne es jetzt einfach mal profan, Hackerin, die im Grunde diesen großen Wettbewerb, diese Weltmeisterschaft durch einen Joker, durch diesen Joker im Grunde da rein darf und eben eigentlich einen Maulwurf aufdecken soll, jemanden, der diese Spiele im Grunde von innen heraus zerstören möchte. Und es tut sich aber unglaublich viel in dieser Welt. Sie war spannend, packend, eine tolle Protagonistin, eine Wahnsinnswendung kurz vor dem Ende des ersten Teils. Und ich bin mega, mega gespannt, wie die Geschichte weitergeht und auch ausgeht. Denn es wird nur eine Dilogie sein und dementsprechend ist das natürlich dann auch der letzte Teil der Reihe. Und für mich ist Mary Lou wirklich eine Entdeckung des letzten Jahres. Wirklich, ihre Young Elites Reihe hat mich total gepackt und gefesselt. Und ich muss unbedingt mal die Legend Reihe lesen, die ja, also ich glaube, auch schon komplett da ist. Es ist eine Trilogie und ich freue mich mega auf den zweiten Teil. Dann erscheint als dritter Teil Elias und Laia in den Fängen der Finsternis von Saba Tahir. Ich habe den ersten Teil, ich glaube, vor 3 Jahren ging diese Reihe los, wenn es nicht sogar schon 4 Jahre her sind, ich glaube 3, habe ich absolut geliebt. Ich habe ihn gehört, es war ein absolutes Hörgenuss. Und mit diesem Hörbuch ist auch mein Spaß an Hörbüchern wieder reaktiviert worden. Das war mein erstes Hörbuch bei Audible. Ich habe Geschwindigkeit hochsetzen entdeckt. Ich habe dieses wunderbare Hörbuch entdeckt mit musikalischer Untermalung zwischen den Kapiteln, mit verschiedenen Stimmen. Und das fand ich wirklich toll. Wir haben hier eben 2 Protagonisten, Elias und Laia. Und beide wurden zum Beispiel im Hörbuch auch von unterschiedlichen Sprechern gesprochen. Ja, einmal Männchen, einmal Weibchen sozusagen. Und das macht, finde ich, halt einfach den Charme eines Hörbuchs aus. Dass man nicht nur im Kopf irgendwie 2 Stimmen hat, sondern tatsächlich jemanden diese Geschichte vorträgt. Und ich fand auch den zweiten Teil unglaublich spannend. Wir sind bei Elias und Laia, sind wir ja in einer dystopischen Welt, in einer eigentlich irgendwie mittelalterlichen Welt, aber doch mit sehr neuen Dingen. Also es ist so eine Mischung aus verschiedenen Zeiten. Und wir treffen eben auf Elias, der zum elitären Militär gehört, eine Maske ist. Und wir treffen eben auf Laia, die ja eher die Unterschicht repräsentiert, und erleben eben die Geschichte aus diesen beiden Perspektiven. Ich finde ja den deutschen Titel mit Elias und Laia, das wirkt so ein bisschen wie eine Liebesgeschichte oder wie wenn diese beiden sehr miteinander verknüpft sind. Ja, natürlich treffen sie irgendwann aufeinander, aber ich finde, dass der Titel nicht ganz treffend ist im Deutschen. Aber ich mag jetzt auch die neue Art des Covers und ich freue mich mega darauf, den dritten Teil zu hören. Ich hoffe, dass er auch
als Hörbuch erhältlich sein wird. Und es ist der vorletzte Teil, also es wird eine vierteilige Reihe, zumindest ist das im Englischen der Fall. Und ich freue mich mega auf Band 3. Ich möchte jetzt Band 1 und 2 auch nochmal hören. Ist ja eins meiner Reread-Pläne für 2019, weil ich einfach in die Geschichte so komplett eintauchen möchte und denke, dass es der Geschichte gut tut, wenn man so richtig nochmal live dabei ist, wenn man so möchte. Und ich bin total gespannt, wie hier der dritte Teil sein wird. Das dritte Buch für den Februar erscheint dann am 28. übrigens. Elias und Naya kam auch am 28. Februar. Ja, und zwar Der Mann, der Sherlock Holmes tötete. Ein Buch, das natürlich durch Sherlock Holmes bei mir aufgefallen ist und ich mir so dachte, huch, was ist hier? Eigentlich wissen wir ja alle, wer Sherlock Holmes getötet hat, nämlich Arthur Conan Doyle, der Autor, wenn man so möchte. Und dann war der Klappentext wirklich mega, mega spannend und er verheißt eine wahnsinnig spannende Story. Denn es heißt hier, Arthur Conan Doyle tritt in die Fußstapfen seiner berühmtesten Figur Sherlock Holmes. Weil Scotland Yard keinen Anlass sieht, den Mord an einem augenscheinlich leichten Mädchen aufzuklären, macht er sich selbst auf die Suche nach dem Mörder. Er schleicht durch die dunklen Straßen des viktorianischen London und landet an Orten, die kein Gentleman betreten sollte. Etwa 100 Jahre später ist ein junger Sherlock-Fan in einem Mordfall verstrickt, bei dem Doyles verschwundenes Tagebuch und einige Fälle seines berühmten Detektives eine wichtige Rolle spielen. Zwei Morde, zwei Amateurdetektive, zwei Welten und ein großer Lesespaß. Und das klingt für mich einfach unfassbar spannend, interessant. Und diese Mischung aus heute und eben der damaligen viktorianischen Zeit in einem Sündenpflock London und in einer, ja, ich weiß noch nicht, in welcher Stadt das wahrscheinlich jetzt in der Zeit spielen wird, wahrscheinlich auch in London. Und dann eben so einen Sherlock-Fan und eben den Autoren von Sherlock und diese Mischung, das klingt für mich einfach grandios. Also es klingt eigentlich nach einem Highlight und auch wenn ich gar kein Krimi-Leser ja wirklich bin und ich ja auch Sherlock nicht ganz unbedingt als Krimi sehe, ich tatsächlich auch noch, also einen Sherlock-Roman habe ich gelesen von Arthur Conan Doyle, sonst bin ich einfach absoluter Fan der Serie, bin ich hier mega, mega gespannt, was hier raus wird und ich freue mich jetzt schon auf den 28. Februar. Und dann ein Buch einer meiner absoluten Lieblingsautorinnen wird im Februar erscheinen. Es gibt noch keinen konkreten Tag, an dem das soweit ist. Ich habe nur die Info, dass es im Februar soweit sein wird. Und zwar kommt ein neues Buch von der lieben Jackie Feldgood, Sehnsucht nach Sommer. Nicht nur ein bombastisch schönes Cover, wie gewohnt von der lieben Jackie, auch ein Titel, der absolut nach mir spricht, denn ich habe ja immer Sehnsucht nach Sommer. Und wir sind hier in den USA in einem beschaulichen Örtchen und wir treffen auf Lucy, die ja mit ihrem Motorrad unglaublich gerne unterwegs ist, die ihren Freund vor einem Jahr verlassen hat, nach New York City gegangen ist und dort auch Protagonisten aus anderen Geschichten von Jackie trifft. Und sie kehrt aber zurück in dieses beschauliche Örtchen, weil ihre beste Freundin ja das ein oder andere Problem hat mit dem Hotel, das sie hat und sie da im Grunde unterstützen möchte und auch so ein bisschen, ja, mal gucken, was aus ihrer damaligen Welt geworden ist. Sie dann natürlich auch zwangsläufig auf ihren Ex-Freund Nate trifft und ja, so ein bisschen die beiden Welten, Großstadt und ja, beschauliche kleines Örtchen aufeinandertreffen und was Lucy veranlasst hat zu gehen, was da passiert ist, dieses Geheimnis, das lösen wir in der Geschichte auf. Ja, ich durfte die Geschichte im Januar testlesen und deswegen kann ich jetzt im Grunde auch schon ein bisschen was dazu erzählen, beziehungsweise eben zu der Handlung ein bisschen was erzählen, denn ich kann einfach sagen, wer Liebesgeschichten mag, wer Geschichten mit so Geheimnissen mag, wer ja so eine tolle Charakterentwicklung erleben möchte, wer sowas in Liebesgeschichten, Lebensgeschichten gerne liest, der ist hier absolut richtig. Zudem haben wir hier wirklich eine wunderbare, ja, Kleinstadt-Atmosphäre, die ich ja seit den Gilmore Girls und auch der Redwood Love-Reihe immer wirklich sehr gerne lese. Es hat halt so einen Wohlfühleffekt und ja, Nate ist einfach ein ganz besonderer männlicher Protagonist, der sich sehr, sehr, sehr in mein Herz geschlichen hat. Und ja, sobald das Buch natürlich erhältlich ist, werde ich das auch in der Bücherwoche vorstellen. Also ich werde auf jeden Fall dazu auch eine Rezension natürlich in der Bücherwoche packen.
packen. Folgt Jackie und mir auch gerne natürlich auf Instagram. Da seht ihr dann auch, wenn das Buch auf jeden Fall erscheint. Und ja, ich freue mich da auf jeden Fall schon sehr, dass es demnächst ein neues Buch Baby von der lieben Jackie Fellgut geben wird. Und das waren sie nun auch schon, die 4 Neuerscheinungen für den Februar. Ich finde, es sind ja gerade durch die Fortsetzungen einfach wirklich spannende Bücher dabei, weil man natürlich darauf wartet, die erleben möchte, einfach rein weiter erleben möchte, auch abschließen möchte, wie man es ja mit Warcross auf jeden Fall kann, zudem Sherlock Holmes und Jackie Fellgut. Was möchte man mehr in einem Monat? Und jetzt bin ich natürlich neugierig, welches der 4 Bücher euch angesprochen hat oder auf welches Buch ihr im Februar sehnlichst wartet. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, lasst uns hier austauschen. Ihr findet alle Infos zu den Büchern natürlich unten auch in der Infobox. Schaut da einfach mal rein und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.